Mit der Strahlkraft der Liebe grüße ich euch. Ich bin Engel Raphael. Ich bin der Engel der Heilung. Nicht allein der Heilung, doch ich komme heute zu euch mit der Frequenz der Heilung. So viel Trauer ist in euch. Und so viel Erschütterung in eurer Seele. Selbst in euch Lichtarbeitern sehen wir oft die Angst und die Zweifel, dass alles noch in die rechte Bahn geführt wird. In euren Erinnerungen, in eurer Seele sind die Muster der Vergeblichkeit, die Erinnerungen des Versagens, wo ihr so oft schon gezittert habt, dass das Unheil abgewendet wird, und doch ist es geschehen. Und genau dies, Geliebte, ist von einigen Mächten auf Erden gewollt, dass das Kollektiv in seiner Frequenz in Angst und Schrecken verharrt, in Sorge, in Mangel, in Nichtliebe. Doch ich sage euch, die Einströmungen des Lichts sind unermesslich und ihr mutiert, und alle Dunkelheit und alle Zweifel, alle Ängste, alle Sorgen, alle Trauer darf in euch gefühlt sein. Doch haltet nicht daran fest und verliert euch nicht darin, sondern erkennt an und lasst gehen. Und richtet euch wieder auf und richtet euch wieder aus. Erlaubt nicht, dass andere mit ihrem Tun und mit ihren Worten Macht über euch gewinnen. Bleibt bei euch zentriert in eurem Herzen, denn ich sage euch, mächtig sind die Herausforderungen dieser Zeit, weil so mächtig ist das Geschehen. Und überall werden euch Lügen erzählt und überall Halbwahrheiten. Ich meine nicht, dass jeder nur lügt, aber aus dem Kollektiv kommt sehr viel Lüge, sehr viel Halbwahrheit, sehr viel Angst und sehr viel Sorge, sehr viel Projektion in eine Zukunft, die ihr nicht wollt und die nicht geplant ist für diese Erde und nicht geplant für euch. Denn ganz im Gegenteil, unsichtbar für euch sind Heerscharen des Lichtes dabei, den Weg zu bereiten, Energie freizustellen für die Transformation eines jeden von euch. Und dafür, Geliebte, ist es so unerlässlich und so wichtig, dass ihr die Liebe haltet, dass ihr die Frequenz der Liebe in euch tragt. Denn ohne diese Liebe, ohne diese Manifestation und Verwirklichung der Liebe in euch,
ist keine Anhebung eurer Frequenz möglich. Und ihr fühlt immer mehr den Druck, immer mehr die Spannung, die euch zu zerreißen droht. Und so lade ich euch ein, Geliebte, mit den Engeln der Heilung euch zu verbinden, dass aller Schmerz, alle Trauer, alle Vergeblichkeit, alle Sorgen, alle Zweifel in euch Heilung erfahren. Und sie, die grüne Flamme der Heilung, ist auch die grüne Flamme des Vertrauens. Und ohne Vertrauen keine Heilung. Und so lade ich euch ein, in eurem Herzen die grüne Flamme des Vertrauens anzunehmen und in euch auszudehnen. Und immer, wenn ihr Angst habt, immer, wenn ihr voller Trauer seid, immer, wenn in euch Schmerz ist, immer, wenn in euch Zweifel sind und die Sorge um die Zukunft, verbindet euch mit der grünen Flamme des Vertrauens in eurem Herzen. Denn sie ist da für euch. Sie ist da. Und es ist auch die Flamme der Heilung, die Aufstiegsflamme der Heilung. Und Heilung wirklich und wahrhaftig ist so sehr gebraucht. Und jeder Einzelne, der in sich Heilung vollbringt, hilft seinem Nächsten, in sich Heilung zu finden. Noch sind so viele Menschen hypnotisiert vom äußeren Geschehen. Und so viele Menschen haben entschieden, nicht zu verstehen. Doch dies sollte dich nicht davon abhalten, deinen Weg zu gehen, dein Vertrauen zu stärken und in dir Heilung zu erfahren. Denn jeder Einzelne von euch ist gebraucht, damit die Energie des Kollektivs angehoben werden kann. Und jeder Einzelne, auch jene, die noch nicht in eine Richtung der Heilung schauen wollen oder können, werden zumindest ein Stück weit dadurch mit angehoben. Auch wenn ihr vielleicht zu bestimmten Zeiten dachtet, dass es ein für alle gleiches kollektives Erwachen gibt, so seht ihr jetzt, dass dies nicht so ist. Doch wird der Moment kommen, da werdet ihr alles von euch abfallen lassen. Und ihr werdet alles freigeben, wenn ihr bereit seid. Und jene, die bereit sind, und ihr werdet auf tiefere und weitere Weise verstehen. Und ihr werdet erkennen, dass nichts verloren ist, dass keine Seele verloren ist, dass jede Seele Hilfe hat und Hilfe bekommt und dass jede Seele das Recht hat, zu wählen, wie weit
sie bereit ist. Diese Ebene des Leidens, des Schmerzes, der Trauer, der Sensationen und des Mangels hinter sich zu lassen. Ihr wisst selbst, es ist wie eine Sucht in Menschen, sich mit destruktiven Dingen zu umgeben. Ihr werdet gefüttert oder wurdet jahrzehntelang gefüttert mit Horrorfilmen, Actionfilmen, Nachrichten der Sensationen. Es ist wie eine Sucht. Sensation zieht an. Dunkelheit zieht an, solange es euch nicht selbst betrifft. Und alle Kriege, die ihr im Außen erfahren habt, an denen ihr nicht selbst beteiligt wart, waren faszinierend für viele und haben nicht abgeschreckt in dem Maße, wie sie es hätten eigentlich müssen. Denn wie kann das Leid eines anderen dich unberührt lassen? Wie kannst du dabei vor dem Fernseher sitzen und deine Chips essen oder dein Bier trinken? Und doch ist es so geschehen und geschieht es immer noch. Es ist eine Sucht, wie so viele Süchte, die euch schaden. Und jedes Mal, wenn du in irgendeiner Form etwas verändern willst, so bedeutet es, dass du es trainieren musst. Du willst etwas lernen, eine Fingerfertigkeit, ein Instrument, eine Technik. Du musst es trainieren, du musst es lernen. Du willst deine Gedanken in eine andere Richtung lenken? Nun, dann musst du deinen Geist trainieren, deinen Verstand trainieren, denn die Gedankenbahnen, in denen du dich so viele Jahre lang bewegt hast, sind wie Rillen, wie tiefe Furchen, in dem du immer wieder hineinrutscht und in die immer wieder deine Gedanken hinein sich bewegen. Dies ist nicht die Zeit, wo ihr, Geliebte, abwarten könnt, was geschieht, wo ihr, Geliebte, einfach nachlässig euren Tag vor euch hinträumen könnt. Es ist die Zeit, da ihr jeden Tag, am besten jede Minute, euch selbst trainiert, wohin ihr schauen wollt, welche Gedanken ihr denken wollt, welche Gefühle ihr kreieren wollt, denn ihr wisst auch, Gefühle sind durch eure Gedanken beeinflusst, durch eure Überzeugungen und auch durch das, was ihr aus Erfahrung zu lernen geglaubt habt. Doch all dies sind ja nur Gedanken. So, Geliebte, begib dich immer wieder in den Raum deines innersten Herzens. Dort, wo die Stille ist, denn nur dort findest du die Wahrheit und Gott in dir. Gott ist in dem Raum der Stille anwesend und für dich allein erfahrbar. Und diese Stille in dir, Geliebte, mag
mag sich ausdehnen, mag sich ausdehnen in alle deine Räume zwischen deinen Atomen, denn du bist Raum. Du bist nicht die feste Materie, die du glaubst zu sein. Dies ist eine Illusion. Denn auch deine Materie, dein Fleisch, ebenso wie deine Couch oder dein Tisch, bestehen aus Atomen. Und zwischen diesen Atomen ist Raum. Und dieser Raum ist Energie. Ist Energie. Und diese Energie, Geliebte, bist du. Du bist Energie. Alles ist Energie. Alles ist Energie und Energie ist Schwingung. Energie ist Frequenz. Und wenn du dich darauf besinnst und die Illusion der Festigkeit der Materie bereit bist, loszulassen, kannst du dich ausdehnen. Kannst du dich ausdehnen in die Essenz, die du bist, die Energie, die du bist, die Frequenz, die du bist. Fühle, fühle die Ausdehnung, Geliebte. Fühle die Ausdehnung, fühle den Raum, der dich umgibt. Fühle den Raum in dir selbst. Fühle die Unendlichkeit dieses Raumes, der alles umgibt und alles durchdringt, der du bist und der alles ist, was ist. Es ist eure Schöpferkraft. Es sind eure Gedanken, eure Aufmerksamkeit, eure Überzeugungen, die euch die Illusion der Materie zeigen. Und so wirst du, wenn du tiefer hineingehst in dieses Empfinden, erkennen, dass du der Schöpfer bist von allem, was ist, genauso wie dein Nächster. Und dass du, genauso wie jeder einzelne von euch, die Wahl hat, worauf er seine Aufmerksamkeit richtet und welche Realität er bereit ist, zu erschaffen und zu erfahren. Das Universum ist nicht fest. Nichts ist festgeschrieben und festgemeißelt. Alles ist Energie und alles ist dadurch auch im Fluss und veränderbar. So wähle, Geliebte, wähle weise. Welche Energie strahlst du aus? Welche Manifestation erlaubst du der Energie, sich zu manifestieren? Du wirst natürlich in deinem Universum alles verändern können, mit deiner Bewusstheit, mit deiner Achtsamkeit. Doch je mehr Menschen dies wahrlich und begreifen und verstehen,
und bewusst wählen, wird es wie ein Lauffeuer, wie ein Netzwerk sich ausbreiten. Alles, was ihr seht, ist kollektives Bewusstsein, erschaffen aus dem Bewusstsein des Kollektivs. Gott gab euch die Schöpferkraft und meist habt ihr sie genutzt, um Chaos zu erschaffen, weil ihr sie nicht bewusst gewählt habt, sondern ihr habt erschaffen aus euren unbewussten Kreationen, aus eurem Glauben an, wie die Welt ist, wie sie zu sein hat. Aufgrund all dessen, was ihr schon erfahren habt, all dem Schmerz, all dem Chaos, all den Katastrophen, all den Verlusten. Doch jetzt, lasst all dies los, verbindet euch auch mit der kristallinen Aufstiegsflamme. Das kristalline Licht ist das Licht der Klarheit, der Wahrheit. Doch lasst es nicht allein leuchten. Lasst es leuchten mit dem pinkfarbenen Strahl der Freude, der Liebe und der grünen Flamme des Vertrauens in euch. Lasst es tanzen. In euch, denn in diesem kristallinen Licht ist so viel Macht und Kraft und Energie. Energie. Alles ist Schwingung, alles ist Energie, alles ist Frequenz. Wähle die Frequenz der Liebe, wähle die Frequenz des Vertrauens, wähle die machtvolle Frequenz des Aufstiegs deines Bewusstseins in die Klarheit, in die Wahrheit. Dafür musst du bereit sein, Wahrheit sehen zu wollen, erkennen zu wollen, auch wenn sie nicht mit deinen Überzeugungen übereinstimmt, auch wenn sie nicht mit deinen Überzeugungen übereinstimmt, selbst wenn sie nicht mit deinen Erfahrungen übereinstimmt. Denn deine Erfahrungen, Geliebte, sind ja nur geschaffen durch deine Überzeugungen. So gilt es im jetzigen Zeitgeschehen, mehr als alles andere, immer wieder freizugeben, immer wieder in die Akzeptanz dessen, was ist, und daraus in die Freiheit, denn Widerstand erzeugt Leiden. Sich gegen eine Erkenntnis wehren, erzeugt Leiden. Sich gegen eine Erfahrung wehren, erzeugt Leiden. Doch freizugeben, alles im Vertrauen und in der Liebe, wertfrei zu erfahren, macht dich wirklich frei. Das, was jetzt auf Erden geschieht, ist allein eine Sache des Bewusstseins.
und all jene, die diesen Prozess aufhalten wollen und um jeden Preis Angst und Schrecken verbreiten wollen, werden einen sehr hohen Preis bezahlen und werden mit ihrem Plan versagen. Sie haben keine Chance, denn Gott ist auf der Seite jener, die freigeben, die sich ausdehnen, die trotz aller Unwillen auf Erden Liebe in sich tragen und Liebe verbreiten und Liebe leben, die vergeben ihrem Nächsten, egal wie schmerzhaft eine Erfahrung war. Denn diese Qualität, Geliebte, braucht ihr. Diese Qualität braucht ihr, um die Leichtigkeit in euch zu entwickeln, die es euch ermöglicht, euch auszudehnen, wie eine Blüte, die sich öffnet. Und die euch und euer Fleisch durchlichtet. Denn was jetzt geschieht, ist die Durchlichtung eures Fleisches. Und dies ist auch für viele sehr schmerzhaft. Denn alle Schwachpunkte werden gefühlt. Und durch euren Körper ziehen oft unerklärliche Schmerzen. Das sind alles Symptome deiner Mutation, deiner Zellen. Zumindest in ganz vielen Fällen. Und wenn es euch sehr stark belastet, lasst es abklären. Doch ganz oft finden die Ärzte nichts, weil es eben Mutationsschmerzen sind, Aufstiegsschmerzen. Ich, Raphael, bleibe noch eine Weile bei dir, wenn du das möchtest, mit meiner Energie der Heilung, mit meiner Frequenz, der Liebe, der Reinheit, der Heilung. Denn Heilung bedeutet auch wachsen. Ohne Heilung kein Wachstum. Du kannst in die neue Frequenz der hohen Schwingung, die sich jetzt auf Erden immer mehr ausbreitet, nichts mitnehmen, was dich an alte Verletzungen, alten Zorn, alte Überzeugungen, alte Kreationen bindet. Du kannst nur reisen mit leichtem Gepäck. So lass los. Gib frei, hülle dich ein in die grüne Flamme des Vertrauens und lasse auch die pinkfarbene Flamme der Liebe, der Freude immer wieder in dein Herz und sei dir gewiss, du bist unermesslich geliebt und beschützt und begleitet von Heerscharen des Lichts, die alle an diesem Prozess eurer Befreiung beteiligt sind. Und so ist es, Geliebte, so ist es.